Die Miami Heat sind mal wieder mein Geheimfavorit im Osten. Dieses eine Team, welchem ich durchaus zutrauen würde, die beiden Überfavoriten aus Brooklyn und Milwaukee zu ärgern. Ja gut, das waren sie letzte Saison auch schon und am Ende flogen sie sang- und klanglos in der ersten Runde raus. Wir reden hier allerdings nicht über das gleiche Team. Die Heat hatten eine der besten Offseasons der gesamten Liga, verstärkten sich primär mit zwei wichtigen Spielern, nämlich Kyle Lowry und PJ Tucker. Mittelmaß reicht Pat Riley und Co. in Südflorida nicht, man wäre ein Contender in Miami und nach knapp zwei Wochen Regular Season können wir ja mal über einen ersten Eindruck dieser Truppe reden. Die Heat stehen mit 5 Siegen aus ihren ersten 6 Spielen an der Spitze der Eastern Conference, noch beeindruckender wird es aber, wenn man dann einen Blick auf ihr Net-Rating wirft. Plus 16,5 ist ein absurd guter Wert, welcher deutlich vor dem zweitplatzierten Team aus Utah mit 13,0 und fast doppelt so viel wie das drittplatzierte Team aus Philadelphia ist. Miami stellt die bisher mit großem Abstand statistisch beste Verteidigung der Liga, das Team erlaubt gerade mal 95,1 Punkte auf 100 Possessions, offensiv stehen wir mit einem 111,6er Offensivrating auf Platz 4. Bevor wir anfangen, ich bin heute Abend ab 20 Uhr wieder mit Dre Vogt und Jonathan Walker live hier auf YouTube mit einer neuen Folge von Triple Threat, unserem wöchentlichen NBA-Format. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle am Start wärt. Ich möchte hier und heute mal starten mit dem Bereich, der sie in dieser frühen Phase der Saison so stark gemacht hat. Die Zahlen verraten es schon, die Heat leben von ihrer Defense und das ist eigentlich auch gar keine so große Überraschung bei diesem Personal. Adebayo, Butler und Tucker sind großartige Defender, Deadman gefällt mir bisher ebenfalls richtig gut, Kyle Lowry scheint nach seinem Durchhängerjahr in Toronto letzte Saison auch wieder Bock aufs Verteidigen zu haben und Tyler Hero sieht ebenfalls besser aus. Eric Spoelstra und sein Team haben eine klare Idee und die wird bisher auch ziemlich tadellos umgesetzt und zwar möchte man so wenig wie möglich Versuche direkt am Korb zulassen. Nur ein Team erlaubt bisher weniger Versuche direkt am Rim und der Erfolg dieser Taktik gibt Miami recht. Ich weiß nicht, ob ich Bam Adebayo bisher als den besten Defender dieser Saison bezeichnen würde, schließlich spielen Kollegen wie Rudy Gobert oder Robert Covington ebenfalls großartig, Top 3 ist er aber mindestens. Bam hat sich zu einem der besten Drop-Defender der NBA entwickelt, welcher Angreifer wirklich vom eigenen Korb fernhält. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Heat-Defense, er ist überall, schaut wie hier zuerst beim Cutter hilft, dann aber zurück zu seinem Job geht und wieder den Weg zum Korb dicht macht. Bam ist das Zentrum, sein Impact ist gewaltig, hier verteidigt er zuerst den Drive, ist dann aber wieder in der Mitte. Diese Variabilität erlaubt es den Heat mehrere Schemes zu haben und je nach Situation und Gegner zu entscheiden, wie man verteidigen möchte. Will man anstatt Drop-Defense zu spielen switchen, kann man es mit Adebayo problemlos machen. Oder hier hatchen, wenn unser Center nicht an Boss Connections beteiligt ist, sondern in der Weak Side steht, dann macht er eben ausnahmsweise mal den Lowman und taggt rein, kein Problem. Er wirkt nochmal mobiler und leichtfüßiger als im Vorjahr, hat auch am Ball, wie es aussieht, noch einmal eine Entwicklung gemacht, einfach ein defensives Monster. Und ein perfektes Beispiel, warum Center die wichtigste defensive Position im Basketball ist. Adebayo hat nicht nur den wichtigsten Job der kompletten Defense, nämlich einfache Punkte direkt am Korb zu verhindern, er ist auch an den allermeisten Possessions beteiligt. Er kann in der Mitte nicht einfach mal so zuschauen. Hält Miami dieses defensive Level, beendet man vielleicht die Saison sogar auf Platz 1 und werden die Voter eventuell langsam müde, immer für Rudy Gobert zu stimmen, dann sehe ich schon ein Szenario, in dem Bam Adebayo vielleicht Defensive Player of the Year werden könnte, behalten wir es auf jeden Fall im Auge. Die PJ Tucker Verstärkung erweist sich bisher als absoluter Glücksgriff für Miami, vor allem defensiv ist er halt immer noch pures Gold wert. Er zeigte seine Qualitäten als Wingstopper in den letzten Playoffs auf der allergrößten Bühne und die hat er seitdem natürlich auch nicht verlernt. Der Gamechanger ist, dass man nun einen elitären Wing-Defender an den besten Flügelspiel des Gegners ranstellen kann und es ist nicht Bam Adebayo, dieser kann sich stattdessen darauf konzentrieren, den Korb zu beschützen. Jimmy Butler ist Jahr für Jahr einer der besten Wing- und Team-Defender der NBA und auch in dieser Saison setzt er nahtlos daran fort. Hier hat KD das Mismatch gegen Lowry, also kommt Tucker zur Hilfe, muss dann aber wieder zu Harden zurückgehen und wird auf dem Weg zum Korb geschlagen, Butler ist da und blockt den Floater weg. Oder hier beim Flare Screen gegen die Pacers, Adebayo reagiert gedankenschnell und switcht raus, also hat Turner ein Mismatch gegen Robinson, schaut wie Butler reagiert und den Pass wunderbar abfängt. Oder in dieser Szene, man erkennt die Idee der Heat, keine Versuche am Korb und wird der Kollege geschlagen, dann hilft man selbst aus der Strong Side Corner rein, das ist eigentlich nicht üblich in der NBA. Kyle Lowry habe ich gerade schon angesprochen, er war jahrelang einer der besten Guard-Defender im Game, dann eine Weile nicht mehr, in diesem Team und Umfeld in Miami sieht er aber wieder absolut klasse aus. Vor allem die Aktivität der Miami Defense ist bisher Wahnsinn, das ist Playoff-Level-Defense, hier sind 3 Defender bei Kevin Durant. Und sie sind unberechenbar und probieren immer wieder neuen Stuff aus, hier auch wieder Robinson doppelt ihn, hinter KD bringt sich Tucker auch schon wieder in Position. Oder solche überraschenden schnellen Double-Teams hier von Butler, wichtig dabei ist natürlich, dass der Rest des Teams auf einer Wellenlänge ist.
Und was mir bisher auch aufgefallen ist, Miami übt schon mal für die Playoffs, wenn es um das Verstecken von schlechten Defendern geht. Das wird noch eine Menge Arbeit, aber sie wissen quasi schon, dass speziell Duncan Robinson in den Playoffs gejagt werden wird, also müssen sie früh genug damit anfangen, verschiedene Counter einzuüben, damit man dann perfekt vorbereitet ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Hier will Middleton das Duell mit Robinson, Butler geht aber einfach über den Screen und bleibt an ihm dran, dann helfen sie wieder auf dem Weg zum Korb rein, so versteckt man den schwächsten Defender im Team. Oder die gute alte Show-and-Recover-Defense, diesmal will Giannis das Duell, Robinson hat Strauss, stoppt ihn perfekt ab, geht aber dann wieder zurück zu seinem ursprünglichen Matchup, während Adebayo zurück zum Griechen wechselt. Also, die Heat-Defense ist klasse gecoacht, besteht aus hervorragenden individuellen Defendern, ist vielseitig und variabel, kann verschiedene Systeme spielen, kontern und ist überraschend. Offensiv bin ich ebenfalls sehr überzeugt bisher, es tritt so ziemlich genau das ein, was zu erwarten war, die Heat sind offensiv ein komplett anderes Team, weil sie einfach deutlich mehr Feuerkraft haben. Kyle Lowry ist der Gamechanger, beziehungsweise sollte ich lieber sagen der halbe, denn der andere ist Tyler Hero. Ich hatte vor etwa 2 Wochen über ihn schon ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass er einer der Breakout-Kandidaten sein könnte und was er damit für ein X-Faktor für Miami ist. Die Heat haben nun also 2 offensiv hervorragende Spieler, die sie letzte Saison so nicht hatten. Hero ist einer von 3 Spielern, der im Schnitt über 20 Punkte pro Spiel macht und spielt so weiter, da muss er einer der Favoriten auf den Sixth Man sein. Seine On-Ball-Shot-Creation ist auf einem komplett anderen Level als letzte Saison, er spielt effizienter, trifft den Dreier wieder besser und kann in diesen Bank-Units wirklich einer der primären Ballhändler der Offense sein, was bisher wunderbar funktioniert. Und die Stats sehen bis jetzt auch ehrlich gesagt nicht so crazy aus, dass man sagen muss, das wird er nie im Leben halten, ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass es nicht einfach nur eine Hot-Streak ist, sondern Hero wirklich so gut ist. Kyle Lowry legt zwar keine imposanten Stats auf bisher, spielt aber trotzdem hervorragend, die eine Niederlage gab es übrigens, als er nicht mit dabei war. 8 Punkte pro Spiel sind zwar nicht wirklich viel, 7 Assists zeigen aber den Wert, den er als Point Guard und Floor General für diese Truppe hat. Lowry ist wahrscheinlich der beste Passer in Miami seit LeBron James. Gerade für jemanden wie Bam Adebayo ist das natürlich Gold wert, bei all seinen Qualitäten als Defender, Passspieler und mittlerweile auch Werfer dürfen wir nicht vergessen, dass er auch sehr gerne als klassischer Screen and Rollman agiert, als jemand, der Lobs fängt und krachend verwertet. Da fehlt ihm aber abgesehen von Dragic in der Vergangenheit einfach die Kollegen für, mit Lowry hat er nun einen Point Guard an seiner Seite, welcher ihn da immer wieder super gut füttern kann, auch deshalb legt der Center bisher die meisten Punkte pro Spiel seiner Karriere auf. Lowry ist genau das fehlende Puzzlestück, das den Heat in ihrem offensiven System noch gefehlt hat und deshalb haben sie ihn ja schließlich auch geholt. Und er ist wie eine Versicherung, wenn all die schönen Spielzüge nichts bringen, dann regelt es zur Not halt auch mal die individuelle Klasse. Was die Heat offensiv so verlockend macht, ist die Kombination aus allem. Du hast Ballhändler und On-Ball-Shot-Creator wie Butler, Lowry und Hero, man hat gute Passspieler wie Lowry und Adebayo, du hast Movement-Shooter wie Robinson, Hero und wieder Lowry, du hast ein klasse Bigman in der Mitte und ganz nebenbei den in meinen Augen besten Coach der NBA. Miamis Offense ist auch dieses Jahr wieder wunderschön anzuschauen, ich finde rein von der Ästhetik und Komplexität her kann ihnen niemand das Wasser reichen. Mehr Ball und Player-Movement geht nicht, es passiert so viel gleichzeitig, man ist in Bewegung, Screens werden gestellt, Spieler cutten, das Spacing ist herausragend und die Spielzüge dieser Flow-Offense sind der Wahnsinn. Kein Wunder, dass die Heat Dauergast beim Setplay Saturday waren, möge er in Frieden ruhen. Hier, dein bester Passspieler hat den Ball, während dein bester Screener einen Block für deinen besten Werfer stellt, Robinson curlt herum, die Defense kann schon mal durchatmen, dass er nicht wirft. Nun hat er aber Optionen, er kann selber zum Korb gehen oder den abrollenden Adebayo finden, das bringt Harden hier in eine schwierige Situation, die Krönung ist dann aber das, was in der Weakside passiert. Baseline Pin von Jimmy Butler für einen brillanten Eckgeschützen, das ist einfach, aber doch so perfektes Playdesign. Man zwingt Defenses vor schwierige Entscheidungen, indem man sie immer wieder vor die Wahl stellt, wollt ihr uns lieber danken lassen oder sollen wir einen freien Dreier aus der Ecke nehmen, sucht es euch aus. Eric Spoelstra ist ein Magier und seine Spieler setzen das auf dem Parkett perfekt um, naja nahezu, diesen wieder wunderschön erspielten freien Wurf kann Robinson leider nicht verwerten. Diese Szene hier sollten sich die Lakers vielleicht mal genauer anschauen, so sorgt man dafür, dass dein Post-Up-Spieler eine saubere 1 gegen 1 Situation bekommt, indem man in der Weakside einen Play läuft und die gesamte Help-Defense beschäftigt. Oder schaut, wie man hier in einem Angriff macht, zuerst das Pick and Roll, dann kickt man raus, das wird dann direkt zu einem Handoff mit Slip, gegen die Heat musst du so viel hintereinander verteidigen und irgendwann knacken sie dich in der Regel. Und neben dieser Halbfeld-Offense kommt es dann eben auch noch dazu, dass man so viele Stops holt, was wiederum unzählige Transition-Möglichkeiten eröffnet. Das war beispielsweise eines der Probleme letzte Saison in der ersten Runde gegen die Bucks, man musste jedes Mal gegen die Milwaukee Set-Defense ran, Transition-Punkte sind in der Regel die einfachsten, die du aus dem Spiel raus bekommst und in der frühen Phase der Saison kommt Miami zu richtig vielen Möglichkeiten in diesem Bereich. Nun, die Heat sind mein Geheimfavorit, weil sie in dieser Saison eben nicht nur das schöne Spielsystem und klasse Coaching haben, sondern auch individuelle Klasse. Es fehlt zwar weiterhin ein Top-10-Spieler, dafür hat man aber 3 All-Star-Level-Spieler im Kader. Bam Adebayos Wurf ist auch etwas, was Hoffnung macht, wieder, das habe ich letzte Saison auch schon gesagt, und der verschwand dann in den Playoffs, aber vielleicht bleibt er ja dieses Mal.
Best Case für Miami ist wirklich, dass alles klickt, man vielleicht die beste Defense der NBA hat, dass Adebayos Wurf legit ist und Hero sein Niveau halten kann und dass alle gesund bleiben. Ich sehe sie nicht auf einem Level mit den Bucks oder Nets, aber in den Playoffs kann viel passieren, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich glaube, dieses Heat-Team ist for real, warten wir ab, wie es kommt. Was haltet ihr von ihnen? Schreibt es mir immer gerne unten in die Kommentare. Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Ich habe euch mal zwei weitere Videos in meine Endcard gepackt, einmal meine Franz-Wagner-Analyse von gestern und dann mein Tyler-Hero-Breakdown von vor zwei Wochen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.